Freunde, wir haben uns heute mal ein Paprika-Sahne-Lachs-Gericht gezaubert mit Bandnudeln und wir zeigen euch, das geht so einfach und schnell. Passt auf, nicht weggucken, sonst habt ihr die Hälfte verpasst. Unser leckeres Lachs-Paprika-Gericht ist jetzt wieder auch so eine schnelle Sache. Ich mag ja immer schnelle Sachen, ich will nicht lange am Herd stehen oder sowas. Wir haben jetzt hier hinten schon mal Nudeln aufgesetzt. In Salzwasser. Hier habe ich mir schon ein bisschen Fett in die Pfanne gemacht und jetzt bereiten wir uns den Lachs vor. Ich habe dann hier so einen eingefrorenen Lachs in so Streifen. Davon braucht man jetzt ungefähr 200, 250 Gramm. Jetzt muss man das irgendwie in kleine Würfelchen schneiden. Ich habe den jetzt hier vielleicht eine Stunde antauen lassen, damit ich den schneiden kann. Dann werden so kleine Würfelchen einfach geschnitten. Dann ist er nämlich noch nicht ganz aufgetaut, aber auch nicht mehr ganz gefroren. Kann man den schön schneiden. So, das andere Stück hier auch noch. In der Zwischenzeit ist dann jetzt mein Fett, glaube ich, langsam heiß geworden, dass wir gleich weitermachen können. Ich versuche das immer alles so effizient wie möglich, dass das rucki-zucki fertig ist, alles zu machen. So, jetzt haben wir hier den Lachs. Ich hatte mir vorhin schon mal ein bisschen vorbereitet. Eine solche rote Zwiebel und eine Knoblauchzehe damit reingemacht und dann können wir schon zum Braten gehen. Jetzt kommen die Zwiebelchen und Knoblauch schon mal in die Pfanne. Dann habe ich mir eine halbe Paprikaschote in ganz kleine Würfelchen geschnitten, die kommen auch gleich mit rein. Das wird kurz angebraten. So, das haben wir jetzt hier ungefähr so 2 Minuten, 3 Minuten anschwitzen lassen, dass die Zwiebeln so ein bisschen glasig werden. Dann mache ich meinen Fisch damit rein. Das möchte ich immer gerne so ein bisschen angebraten haben. Manche lassen den Fisch einfach bloß in der Soße ziehen. Ich möchte den ein bisschen bräunlich haben. Ein bisschen angebraten wenigstens. Bringt Geschmack. Ja, das ist immer so. Ja, viele essen den Fisch ja ganz glasig. Ist nicht so meins. Ich möchte den durch haben wie alles andere. Jeder hat so seinen Geschmack, jeder kocht anders, kann jeder machen, wie er will. Also wenn er den glasig haben wollt, macht er den ganz zum Schluss einfach in die Soße rein und lasst den ein bisschen ziehen. So, dann kommt jetzt hier Salz, Pfeffer, Paprika drauf. Also riechen tut es immer gut, was du kochst. Schmeckt doch immer gut. Sag es ja. Sag es ruhig. Ja. Du bist zwar der Koch in der Familie, aber ich koche halt nur das, was mir wirklich schmeckt. Was ich mir so ausdenke, was. Also ich habe jetzt ein Rezept gefunden gehabt, Lachs. Wie war das? Zitronenlachs. Ja, Zitronenlachs mit Creme Fraiche Soße und sowas. Ja, fand ich, ist eine gute Anregung, aber Zitronenlachs ist dann doch nicht so meins, habe ich mir gedacht. Ich wandle das alles ein bisschen um. Ist eine nette Idee gewesen. Wir machen aber einen Paprikalachs draus, weil ich Paprika lieber mag als Zitrone. So. Jetzt fangen die Nudeln an zu kochen. Jetzt fangen die Nudeln langsam an zu kochen. Also nehmt am besten heißes Wasser. Also ich habe auch heißes genommen, aber die dauern doch ein bisschen. Und wenn die Nudeln fertig sind, ist euer Gericht fertig. Also das geht so schnell. Man kann da immer ja nicht so schnell. Erfasst euer Auge ja nicht, wie schnell das zu braten ist. So schnell läuft der Film ja nicht ab. Wir haben jetzt hier, ich denke mal, das reicht so mit dem Anbraten. Ja, ist schon das Stoffe. Ja, dann machen wir jetzt da einfach Sahne mit rein. Wir wollen ja eine Sahnesoße haben. Sahne. Ich habe jetzt hier 200 Milliliter. Das reicht so für uns immer als Soße. Da mache ich einfach ein bisschen Brühe mit rein. Das ist noch ein bisschen, also Gemüsebrühe. Ich habe jetzt hier Vegeta immer noch. Also nur so ein kleinen Hauch, das ist wirklich immer ganz dolle. Dieses Vegeta, da kommen bloß ein paar Krümel drin, also nicht zu viel. Okay. Ja, das ist ganz intensiv, also mehr als normale Gemüsebrühe. So, jetzt haben wir hier unsere Soße. Jetzt lassen wir ein bisschen köcheln. Ein bisschen einköcheln, in der Zeit sind dann hoffentlich die Nudeln soweit. Dann kommen die hier bloß mit in die Soße rein und dann ist das schon fertig. Also das ist jetzt wirklich ratzfatz fertig. So, meine Nudeln haben jetzt hier ein paar Minuten gekocht. Jetzt schöpfe ich die hier ab. Da kommt immer ein bisschen Nudelwasser damit rein. Am Ende können wir sowieso noch ein bisschen Nudelwasser reinmachen. Am besten, ihr kocht die Nudeln zuerst und macht dann die Soße, weil das geht mit der Soße so schnell. Habe ich gerade wieder gemerkt, dass ihr erst die Nudeln fertig habt, dann braucht ihr mit der Soße nicht so rumjonglieren. Nudelwasser.
ein bisschen Wasser noch. Ein bisschen von dem Nudelwasser, damit die Soße wieder ein bisschen flüssiger wird. Muss man jetzt gucken, wie viel wir da brauchen. Jetzt bewegt mir das alles ein bisschen um und dann haben wir eigentlich unser Gericht schon fertig. Jetzt könnt ihr noch mal abschmecken, ob er da noch ein bisschen Salz braucht. Ich habe jetzt, wie gesagt, das Nudelwasser ja mit reingemacht. Dann braucht man eigentlich kein Salz mehr dazu. Jetzt muss das wieder ein bisschen einköcheln und dann ist es fertig. So, meine Soße ist dann wieder ein bisschen eingeköchelt. Jetzt haben wir die Nudeln praktisch fast gar. Al dente sind sie immer noch. Kommt oben noch ein bisschen Paprika drüber, damit es schöner aussieht. Und dann haben wir unsere Paprika, ich mache ja sonst immer Paprikasahne-Hähnchen, diesmal ist es Paprikasahne-Lachs fertig. Wir können dann jetzt lecker essen gehen, ihr könnt es nachkochen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen mehr Sahne reinmachen, ihr könnt Paprika weglassen, ihr könnt grüne und rote Paprika nehmen, damit es noch ein bisschen bunter wird. Aber so ist das ein Grundrezept. Wir essen das gerne. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten Sachen, die wir so finden und die wir kochen oder backen oder basteln. Ja, ja. Das ist dein Hobby, ne? Ja.